Hallo liebe Freunde und willkommen zurück bei State of Decay Breakdown. So, und wir sehen bereits links oben, unsere Moral sieht noch ganz gut aus, aber unsere Materialien sind mal wieder ausgegangen, was halt überhaupt nicht gut ist. So, ich wollte gerade wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Und die Autos wurden nicht repariert, leider Gottes. Das macht aber gar nichts, denn wir müssen hier ja eh noch die Werkstatt etwas ausbauen. Dafür brauchen wir aber wiederum Materialien und zwar sau viel. Und da müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie gewuppt kriegen, dass wir da das Zeug zusammenkriegen. So, wir können jetzt übrigens in die nächste Breakdown-Stufe gehen. Kurz bevor ich jetzt angefangen habe aufzunehmen, kam die Meldung, dass das Wohnmobil fertig ist und wir abfatzen können jederzeit. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Und hier haben wir übrigens minus 18 Materialvorräte täglich. Wir brauchen ganz, ganz viel Material. Ich glaube, ich frage gleich mal hier bei der Lilly. Wo haben wir sie denn da? Zack, nach Materialvorräten. Und ansonsten durchsuchen wir mal ein bisschen weiter die Umgebung. Denn wir brauchen dieses Zeug echt dringend. Und was haben wir hier? Zombie-Jagd-Schutzweste. Das können wir eigentlich auch mal machen. Die kommen beide hierher. Ach du Scheiße, okay. Dann sollten wir die erledigen, bevor wir irgendwas anderes machen. Wobei, nee, nicht mal. Wir sollten die Außenposten nochmal kurz mit Fallen sichern. Dann vergrößert sich wieder der Wirkungsradius und wir können so vielleicht die ein oder andere Zombie-Horde direkt abwehren, ohne sie quasi selbst töten zu müssen, sondern indirekt durch Fallen halt. So. Na komm schon, Zombie-Horde, komm! So, Horde zerstört. Weiter geht's. Wo ist die nächste Horde? Ah, wobei, nee, wir machen erstmal die Zombie-Jagd-Schutzweste. Die Horde läuft eh mitten in unsere Fallen rein, von daher sollte das eigentlich gar kein Problem sein. Zombie-Horde im Anmarsch. Ja, mein Gottchen. Ach, komm. Aber hier sollten wir auch noch ein paar Autos finden, wenn es gut läuft. Und es scheint gut zu laufen. Zumindest ein Autosymbol ist unten auf der Map. Und eine Baustelle. Das bedeutet, da könnten Materialvorräte sein. Und ich sehe ganz, ganz viele Special-Zombies. Oh Gott, wie fahre ich denn? Was ist denn hier los? Hä, wieso ist der umgefallen? Ich habe den noch gar nicht berührt. SWAT-Zombie. Hä, wo ist denn der jetzt? Ist der tot? So, und weiter geht's. Kaputt. Wir fahren dann auf jeden Fall mit dem anderen Auto zurück. Das heißt, wir können das jetzt hier eh verschrotten. Mehr oder weniger. So. Jetzt steige ich einfach mal aus. Es ist ja auch eine Schutzwesten-Zombie-Jagd, also einen SWAT-Zombie erledigen. We've got this place locked down. We don't need to clear out the whole area. Well, go ahead, lead the way. Wir haben hier Materialvorräte, die nehme ich gleich mal mit. Suche die Army-Zombies. Wie viele davon müssen wir denn suchen? Denn da steht die Zombies. Ach was. Verpiss dich. Hey! Oh Gott, diese Axt ist so geil. Alter Schwede. Da ist er ja schon. Geil. Das war einfach. This is good, right? I mean, it doesn't suck. Thanks for coming to get me. I'm ready to leave now. Catch you later. Läuft der jetzt echt wieder alleine nach Hause? Was ist denn hier los? So, ich. Okay, ich kann jetzt eigentlich gar nicht mehr in die Dings hier gehen. Doch, ich kann hier hingehen. Oh nein, ernsthaft? Ich habe nur einen Schalldämpfer drauf, okay. Na komm. Yes. Ach du Scheiße, was ist da los? Oh, Scheiße, okay, ich sollte verschwinden. Guck mal unten auf die Map, was hier los ist. Wieso kommt denn da so eine ganze. Ach, die kämpfen gegen den. Oh, ich glaube, ich sollte dir mal helfen. Da musst du natürlich volle Kanne in eine Zombie-Horde reinlaufen. So.
So, sehr schön. Wieder mal den Tag gerettet. Ich glaube, den Rest schafft er allein. Komm schon. Hallo? So, jetzt. Ja, ich weiß, wir sind ganz schön kaputt. Ich gucke mal ins Inventar. Und nehme einfach mal eine Ration. Ja, jetzt, Lilly, bleib mal ruhig. Ich will noch gucken, ob hier Materialvorräte sind. Und ja, tatsächlich, hier sind Materialvorräte. Deswegen schicke ich hier mal noch ein paar Plünderer hin. Ich glaube, das dürfte nicht das Dümmste sein. Ja, Materialvorräte, Brechstange, das nehmen wir mal alles mit. So, ansonsten nach Hause funken und Plünderer. Sehr schön. So. Jetzt haben wir alles gesichert. Dann fahren wir jetzt mal nach Hause, laden die Materialvorräte ab. Natürlich sind wir bei unserem Auto ein Haufen Zombies. Ja, gut, nur zwei, das geht ja noch. Okay, drei, es sind drei. Oh, geh doch weg, Alter. Hallo? Da hämmert man C und es funktioniert einfach nicht. So damn tired, jetzt komm aber. So, jetzt reicht's aber. Verrecke! Jawohl. So, zum Glück. Ach, Alter, nee. Nee. Fahrzeuglager? Willst du mich verarschen? Seit wann haben denn Fahrzeuge ein Lager? Alter, was? Wie geil ist das denn? Leute, wie geil ist das denn? Das heißt, wir können die Materialvorräte doch noch mitnehmen. Scheiße. Und jetzt habe ich einen Plünderer geschickt. Ach, wie geil ist das denn? Wenn ich das vorher gewusst hätte. Seit wann ist das denn so? Das kann doch nicht sein. In der ersten Staffel war das aber nicht so. Da bin ich mir absolut sicher, dass es nicht so war. Das wäre mir aufgefallen. 100 Pro. Es sei denn, das können wir mal ausprobieren. Es sei denn... Doch, das hat auch ein Lager. Es hat sogar viel mehr Plätze. Alter... Vier Plätze sind da drin. Scheiße, wenn ich das gewusst hätte. Das gibt's nicht. Irgendwie kommen unsere Plünderer nicht bei. Dann machen wir das Ganze doch einfach mal so. Ach, wie geil ist das denn, Leute? Ohne Scheiß. Wie viel Mühen uns das jetzt erspart. Das ist geil. Das ist ja richtig geil. Und da kommt der Plünderer. So. Ach, wie krass ist das denn bitte? Jetzt können wir hier richtig schön mit dem Auto hinfahren, alles vollladen. Und wieder nach Hause fahren. Ach, wie geil. Und dann die Sachen alle auf einmal abgeben. Ach, krass. Was macht unser Plünderer denn da? Ich glaube, der kämpft, oder? Ah, nee, da ist er. So, hier ist nochmal irgendwas. So, der durchsucht jetzt hier alles. Vielleicht findet er ja noch was. So, einen Rucksack haben wir gefunden. Ja, gut. So, nichts mehr da. Ich lade mal schnell alles ab. Ins Auto. Dann können wir auch Gegenstände ins Auto tun, theoretisch. So, jetzt hier, zack. Benzin haben wir auch drin. Rucksack können wir leider nicht. Ja, das ist scheißegal, welchen Rucksack wir benutzen. Wir bräuchten mal einen großen Rucksack, wenn es sowas gäbe. So, ach komm, das reicht jetzt mal. Wir fahren jetzt mal nach Hause und laden das Zeug ab. Aber wie krass ist das denn bitte? Wie krass ist das denn bitte, dass es geht? Ich wusste das nicht. Ich wusste das die ganze Zeit nicht. Und ich weiß noch nicht, seit wann das so ist. Hehehe, mit Stil. Mit Stil getötet. So. Ach, ist das geil, Leute. Mach mir das Spiel gerade mal noch ein bisschen, sogar noch einen Tacken mehr Spaß. Mann, ey. Wie geil. Oh. Hoppla. Ach, ich bleib jetzt einfach mitten auf der Straße stehen. Interessiert doch eh keine Sau. So. So, nehmen wir mal mit. Huch. Ich wollte eigentlich rennen und nicht springen. So. So, wir verdienen uns gerade wieder ein bisschen Ruf dazu. Einfluss, nicht Ruf. So, Bevölkerung sind wir noch bei 9.
Wie geil das jetzt ist, können wir einfach hierher laufen, Fahrzeuglager, Zeug mitnehmen, ins Lager laufen, Zeug abgeben. Boah, geil. Ohne Scheiß, geil. Richtig geil. Und noch ein paar Tabletten nehmen, können wir auch gleich. So. Materialien gesammelt, yay. Ja, da ist es klar, dass wir dann schneller Zeug sammeln können. Und dann halt unsere benötigten Ressourcen viel, viel schneller zusammenkriegen. Ach, krass. So. Gewonnene Ressourcen. Wenn man damit so einem riesigen Geländewagen durchfährt und dann einfach 6 Plätze hat hinten im Kofferraum und dann 6-mal Materialressourcen mitnehmen kann, boah. Geil. Richtig geil. So. Wir fahren kurz zum nächsten Haus. Ich check jetzt mal hier ein bisschen die Umgebung. Hier waren wir zum Beispiel noch gar nicht drin. Und komisch eigentlich, dass sich hier so viele Zombies so rumtreiben. Eigentlich müssten die Fallen die doch ausschalten. Andererseits ist hier auch so ein minimaler... Hier ist so eine minimale... Ja, komm. Ja, Lilly, hast du fertig geredet? Okay. Hier ist auch so ein minimaler Platz auf der Map, wo unsere Außenposten nicht abdecken und unsere Sicherheitsvorkehrungen. Oh, Medikamentenressource, geil. So. Zack. Geil. So. Hallo? Steig ein. Boah, ist das geil, Leute. Boah, ist das geil. Ich glaube es nicht. Waren wir eigentlich da schon drauf? Also es sieht aus, als hätten wir hier in der Umgebung alles entdeckt, von daher gucken wir mal, was könnten wir noch entdecken. Ja, die immer wieder Ruhe. Rucksack von Lebensmitteln. Bedarf zu Hause, Materialien, da gehen wir mal noch hin jetzt. Dann holen wir uns noch mehr Materialien. Das ist geil, boah Leute, das ist geil. Erstens, ich bin nicht auf dem Weg nach Hause. Zweitens, ich habe immer noch kein Bier bekommen. Das ist ja unfassbar. Unverschämtheit. Ich erwarte einen Bier-DLC für State of Decay 2. Auf jeden Fall. Dass man wirklich ein Bier kriegt. Aber wahrscheinlich gibt es den DLC dann kostenlos, denn wir sind ja nicht bei EA. Dann wird er nämlich 9,99 kosten. Burn. Nee, komm. Nee, ist eigentlich die Wahrheit. Nö, das brauche ich gar nicht. Ah, geil. Verharmlosen. So, nehmen wir alles mit. So, haben wir alles durchsucht. Bringen wir gleich ins Auto. Geil. So, da kommen gerade ein paar Zombies. Die erledige ich mal schnell. Oh. Sehr schön. Jetzt habe ich aber keinen Schalldämpfer mehr. Jetzt muss ich wieder in den Nahkampf. Müssen wir dann gleich mal wieder einen herstellen. Das können wir ja in unserer Werkstatt. Wobei, wir haben auch noch ganz viele im Lager. Also sollte es eigentlich auch kein Problem sein. So. Okay. Die hat sich mittlerweile auskuriert. Das ist schon mal schön. Schießen hat die 7. Hat die Max-Skill. Alter, Sturmwaffen 7. What the fuck? Schießen hat unsere nur 2, das ist halt mies. Müssen wir noch ein bisschen trainieren. Was wollte ich denn jetzt machen? Genau, nee, halt, Quatsch. Doch, ist richtig. So, jetzt, ja, jetzt, so, jetzt. Materialressourcen. So, wir haben so viele Ressourcen von allen. Wir brauchen auch mal Munition, das wäre auch nicht so schlecht, glaube ich. Aber Material brauchen wir eigentlich am meisten. Benzin haben wir sogar 6 täglich, wir kriegen das sogar dazu, jeden Tag. Deswegen müssen wir das eigentlich gar nicht mehr sammeln. Jetzt gucken wir mal hier noch. Was haben wir denn noch? Großes Essen können wir mal machen. Wir haben sowieso mega viele Ressourcen. Hier könnten wir aufleveln. Hier könnten wir aufleveln. Plus 8 Betten. Erfordert Betten. Oh, scheiße. Huch. Nein. Ah, Mann. Jetzt, während ich im scheiß Menü bin, spawnen hier die Zombies. Jetzt zum Kotzen. Zack. Zack. Tot. So, jetzt nochmal. Wo waren wir denn? Hier. Den Turm können wir leider nicht mehr aufrüsten. Das wäre cool gewesen.
Wir brauchen noch ein paar Materialien für die Werkstatt. Vielleicht sollten wir uns dann demnächst doch mal überlegen, ob wir noch ein größeres Domizil umziehen, wenn wir noch mehr Leute haben. Und wenn dem so ist, dann sollten wir... Oh. Dann, nach Gottchen, dann sollten wir dann auch in die nächste Staffel übergehen quasi. Je nachdem, wie lange wir hier jetzt noch machen wollen. Aber ich würde halt gerne meinen Charakter noch ganz schön trainieren, bevor wir in die nächste Dings gehen, in die nächste Ebene gehen quasi. Weil wir müssen viel, viel besser werden. Wir brauchen noch mehr Waffen, wir brauchen noch mehr Schusswaffen vor allem. Schusswaffen sind im Moment bei uns noch Mangelware. Oh, da ist eine Baustelle, da muss ich hin. So, stopp. Und eine Materialressource, ich sehe sie schon. Ey, geil, wie geil ist das jetzt mit dem Laderaum, wie viel wir jetzt sammeln können. In einem Rutsch quasi. Richtig geil, aber wie viel so ist mir es vorher nie aufgefallen. Oh, gleich zwei Materialressourcen, geil. Oh, natürlich, jetzt spawnt hier wieder einer. So. So, zack. Und nochmal. Zack. Oh, da kommt eine Zombie-Horde, eine kleine. So, drei Materialressourcen haben wir jetzt dabei. Alter Schwede. Bisschen Anlauf nehmen und zack, zack. Oh, einer lebt noch. Ah, doch nicht. So, und wir fahren zur Zombie-Jagd. Hier hinten, ja. Wow. Ich habe das Auto jetzt auf keinen Fall verschrotten. Dann haben wir ein richtiges Problem. So, deswegen lasse ich es jetzt hier einfach mal stehen. Gleich. Sobald die Zombies hier kaputt sind. Oder doch nicht. Dann kletter ich halt gleich drüber. Na du? Und kaputt. Sehr geil. Dieser Kämpfen-Skill Stufe 7 ist schon krass. Wie viel stärker der einen macht, ist übel. Oh, hier ist Benzin. Okay. Können wir leider nicht mitnehmen. Unser Laderaum ist ja schon voll. Huch! So, okay. Ja, legen wir los. Okay, hier sind überall noch Ressourcen. Die können wir leider nicht mitnehmen. Na, komm her, komm her, komm her. Zombie. Und der nächste, bitte. Erledigen wir halt gleich alles, warum auch nicht. So. Boah, diese Axt ist echt so geil. So, ich hoffe mal, dass wir hier jetzt den Zombie finden. Sieht aber nicht so aus. Oh, 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 kam der uns entgegengesprungen, die Sau. Aber er scheint nicht hier zu sein. Unser Ekel-Zombie, den wir suchen sollen. Oh, und mein bester Freund, der Gaskanister. Yay. Ich glaube, drei Autos haben wir da schon drin versenkt. Aber naja, was soll man machen? Ich meine, ich bin ja der beste Fahrer der Welt, also es lag auf jeden Fall nicht an mir. Das glaubt mir jetzt auch auf jeden Fall jeder. Nicht. So, auf die... Huch! Da ist er. Oh, da ist er. Einfach durch die Tür durchgeschossen. Oh. Freigeschaltet, toter Mann. Was ist das denn? Ich muss kurz lesen. Toter Mann. Töte 5 Aufgeblähte. Breakdown Stufe 2 oder höher. Geil. Okay. Wir hauen ab. Ach, geil. Wir können schon wieder Survivors aufnehmen. Aber da sollte ich dann tatsächlich nochmal mehr Betten einrichten. Und sobald wir dann... So, ein Held wurde gesichtet, jawohl. Wo? Eskorte, da ist der Held, den brauchen wir. Wer auch immer das ist, den brauchen wir. Die Helden sind immer awesome. Die sind richtig awesome. Pisst euch, Zombies. Bin ich mal gespannt, wer es ist. Unser Held. Oh, 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 oh. Unser Auto macht nicht mehr so lange. Okay. So, was ist denn hier los? So, raus.
So, also, wer ist der Held?